Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Cold War Germany, dem DLC von Arma 3. Wir starten rein in einen neuen Livestream hier auf Twitch. Zwei Missionen, die sind noch vor uns, und zwar einerseits des Teufels Eichhörnchen und andererseits noch eine zweite Mission, die darauf warten wird, von uns erledigt zu werden. Die letzte war ja ziemlich krass, da haben wir viel länger gebraucht, als ich gar nicht gedacht habe, und ich vermute mal, auch bei der hier wird es uns nicht wirklich besser gehen. Das zweite Panzerbataillon 22 sichert das Gebiet um Retzlingen. Das ist zumindest mal die kurze Missionsbeschreibung in einem Satz. Und ich würde mal sagen, was wir da genau zu tun haben, das werden wir uns jetzt mal anschauen, wenn wir hier zurückspulen, von vorne beginnen und uns direkt mal das Briefing gönnen. Denn dann wissen wir, was hier in dieser Folge ansteht. Die letzte mit der letzten Mission war ja schon ziemlich krass. Einmal quer durch die DDR gefahren. Ich glaube, wir waren zum Schluss sogar noch mit drei Panzern unterwegs, was sich schon sehr wundert. Denn normalerweise stehen wir bei diesen Panzermissionen zum Schluss immer alleine da. Aber hat gut funktioniert. Mal gucken, ob es dabei bleiben wird. Feindlage. Die dritte Sowjetarmee mit weiteren Kräften der NVA sind auf den Marsch in Richtung Westen. Vordere Spitzen wurden wenige Kilometer ostwärts unserer jetzigen Stellung aufgeklärt. Vermutete Absicht ist es, bis auf Grenze vorzurücken und eigene Kräfte zu zerschlagen. Eigene Lage. Das Bataillon ist mit allen Teilen bei Retzlingen in Stellung. Naja. Auftrag. Halten Sie die Stellung bei Retzlingen im Schwerpunkt der Brigade und fangen Feind auf. Durchführung. 2. bis 4. Kompanie halten Stellung bei Retzlingen und fangen Feind auf. Heeresflieger und Artillerieunterstützung ist auf dem Weg. Bis dahin müssen wir durchhalten. Los geht's. Okay. Die Flieger sind auf dem Weg. Na, das kann ja spannend werden. Und wir müssen durchhalten. Haben dieselbe Position inne wie in der letzten Mission. Wir sind also hier oben beim Waldstück direkt neben Retzlingen. Die anderen Kompanien sind mittlerweile auch bis hierher vorgerückt. Aber die DDR schlägt zurück. Die kommen mit einer neuen Angriffswelle von hier drüben und wollen sich Retzlingen holen und natürlich auch das gesamte andere Gebiet bis hier zurück an die Grenze. Und bis vor ein paar Folgen durften wir ja, oder ein paar Missionen, sagen wir mal so, durften wir diese Grenze ja nicht mal übertreten. Da hat es noch geheißen, egal was die da drüben machen, geht ja nicht über die Grenze, schießt nicht, denkt gar nicht dran. Tja, und jetzt plötzlich stehen wir hier ein paar Kilometer hinter der Grenze und haben sogar schon Dörfer eingenommen. Cool, ich würde sagen, wir gucken mal, drücken mal auf Weiter. Marsch! Sind unsere Leute jetzt alle hier? Ich hoffe Mann, schon. Mann, Krieg ist langweilig. Pass auf, was du dir herbei wünschst. Mir egal, es kann nur besser werden. Du weißt doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und so wie es aussieht, sind wir tatsächlich wieder zu viert hier unterwegs. 1, 2, 3, 4. 4 Kampfpanzer. Sehr schön. Und in Retzlingen noch eine weitere Kompanie. Noch ein weiteres Bataillon, das freut mich sehr. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch die DDR, die hier angreifen. Ich glaube, was wir vielleicht erstmal machen, wir gehen zum Richtschütze-Sitz. So, und wechseln direkt mal die Munition. Und dann gucken wir mal. Wir gucken mal, ob wir überhaupt was sehen. Denn bewegen will ich mich jetzt nicht unbedingt. Wo ist denn Retzlingen? Das sollte man ja von... Oh, da hinten geht's los. Tatsächlich. Da fahren auch schon Panzer. Alter Falter, die sind schon hier. Freunde, dürfen die feuern? Semmel, hier Wespe, kommen. Ja. Hier Semmel, kommen. Hier Wespe, vom Feind lösen und 8000 nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Regimentsstärke auf sie zu. Kommen. 1000 BRDM. Hier Semmel, verstanden, Ende. Das heißt, wir müssen weg. Und zwar schnell, der Gefechtsstreifen wurde erweitert. Alter Falter. Der Chef meinte vorhin, dass er die Schüsse wohl mittlerweile eingeschaltet hat. Ich denke, wir sind hier zur Richtung. Wörtlich! 1500 Panzer! Die ADM weit vernichtet! Wespe! Hier Semmel! Kommen! Hier Wespe, kommen! Hier Semmel! Mindestens drei Züge T5.
Okay, ich glaube, das hat keinen Sinn, hier so weiterzumachen. Ich denke mal, da müssen wir neu starten. Das bringt nichts, wenn wir hier weitermachen. Wir sind komplett zerlegt worden und zwar in den ersten zwei Minuten oder so. Mann, Krieg ist langweilig. Na gut, da kommt die Unterhaltung nochmal. Pass auf, was du dir herbei wünschst. Wir müssen schnellstmöglich weg hier, Freunde. Egal, es kann nur besser werden. Du und weißt wohin doch, sollen wir uns verlegen? Ist ein Eichhörnchen. Nach Südwesten? Oh, Amperatus ist hier. Hallo, Amperatus. Noch in der Kampagne. Wir sehen uns bald im Multiplayer. Ich hoffe, da stehe ich mich besser an. Wahrscheinlich stehe ich mich da noch blöder an. Kennst mich eh. So, wo sind die? Können wir eigentlich jetzt schon fahren? Nur mal probehalber, Fahrersitz. Wir können schon fahren. Das heißt, wir könnten theoretisch, sobald der Funkspruch kommt, erstmal den Retourgang einlegen. Ich meine, ich sehe ja hier eh nichts. Irgendwo da hinten sollten die fahren, theoretisch. Und die waren ja mit allen Kräften hier. T-55, BMPs, da sind sie auch schon. Okay, tschüss. Ich hoffe, die folgen mir. Ich hoffe sehr, dass die mir folgen. Guck mal, da sind sogar noch die Wracks vom letzten Mal. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Hier, Wespe, kommen. Hab ihn. Das ist schön. Kommt ihr auch? Hier, Wespe. Vom Feind lösen und 8000 nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Regimentsstärke auf sie zu. Marsch, Hilfe! Hier ist Emmel. Verstanden. Ende. Die kommen nicht. Hallo! Komm! Okay, sie drehen sich um. Huiuiuiui. Okay, wir müssen ausweichen und zwar 7 Kilometer. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Wir gehen nach Bardorf. Wir gehen wieder zurück. In die BRD. Und werden angegriffen. Hier Semmel. Kommen. Hier Wespe. Kommen. Einer ist schon weg. Scheiße. Hier Semmel. Mindestens 3 Züge T-55 in Fahrtrichtung West. Lösen uns vom Feind und bewegen uns weiter nach Westen. Komm. Scheiße. Verstanden. So schaut es im gesamten Gefechtsstreifen aus. Wir arbeiten an der Lösung. Ende. Aber können wir die jetzt hier einfach so zurücklassen? 1500, T50. Ich meine, normalerweise, wo ist denn eigentlich der dritte Panzer hin? Sind da nur noch 2 unterwegs? Sind die anderen alle weg? Mal guck dir das mal an. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene T55. Wir sind schon mit einem überfordert gewesen bis jetzt. Alter Falter, wir müssen hier weg. Das hat keinen Sinn. Wir können uns vielleicht mal in diese Richtung drehen und den anderen Schuss abfeuern. Aber dennoch rückwärts fahren. Aber das war's. Mehr ist da nicht drin. Wo ist denn eigentlich der andere Panzer? Da hinten ist er. T50? Was ist das da? Ein altes Modell? Noch übrig geblieben oder wie? Meldung. Kommen. K-Bus. Meldung. Kommen. Ja, die werden sich nicht mehr melden. Ja, im Kampf gefallen. Glückwunsch. Und von da drüben schießt auch gerade jemand. Ach du Scheiße. Ich glaube normalerweise als Kommandant. Hier Semmel, kommen. Hier Wespe, bei Koordinate 0, 1, 3, 9, 9, 9, 7, 6. Alter. 15, 3, 6. Wurfminensperre, kommen. Hier Semmel, verstanden, Ende. Okay, 15:36 in 2 Minuten Wurfminensperre. Na super, das heißt, dort müssen wir schon mal ausweichen. In einem riesigen Gebiet. Hier ist überhaupt noch ein Fragezeichen. Wurfminensperre. Jetzt müssen wir echt in die Pedale hauen. Oder einen anderen Weg finden. Wir finden einen anderen Weg, denn der andere schläft ja mal hinter uns. Da müssen wir immer im langsamen Tempo fahren. Normalerweise als Kommandant, und der sind wir ja, wir sind im ersten Panzer, wir sind die Nummer 1 hier unten auf der Liste, ist es, glaube ich, unsere Aufgabe eigentlich eher für die anderen zu sorgen, damit die überleben. Wir sind jetzt schon nur noch zu zweit unterwegs. Ist das hier auch ein T-55? Natürlich. Und da ist noch gleich einer. Na, herzlichen Glückwunsch. Der andere ist übrigens weg. Wir sind nur noch alleine hier. Au. Wir sind nicht mal mehr alleine hier. Amperatus, das kann ja was werden. Alter Falter. Wie soll man das machen? Wie? Die sind überall. Schützenrudel, Marsch.
Ich weiß gar nicht, wie wir es überhaupt geschafft haben, bis hierher zu kommen. Mann, Krieg ist langweilig. Pass auf, was du dir herbei wünschst. Reihe, mir Marsch. Egal. Es wir kann fahren jetzt schon los. Werden. Du weißt doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Und zwar mit allen. Wir fahren jetzt schon los und zwar mit allen. Hopp! Ich hoffe, die fahren auch mit. Hallo! Die fahren nicht mit. Wir können unmöglich gegen die alle kämpfen. Das hat überhaupt keinen Sinn, hier stehen zu bleiben. Das hat überhaupt keinen Sinn, hier stehen zu bleiben. Da kommen allein 6 T-55 von der einen Seite. Wie sollen wir die erledigen? Das geht nicht. Aber die kommen nicht mit. Wenn ich jetzt sage, gestaffelte Kolonne. Schützenreihe, Marsch. Kommen die trotzdem nicht mit. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ich bleib mal hier stehen. Theoretisch sollte jetzt sofort der Funkspruch kommen. Ich hoffe, ich muss nicht dort hinten stehen bleiben. Bis der getriggert wird, der Funkspruch. Semmel, Wespe, kommen. Alles klar. Hier ist Semmel. Kommen. Hier Wespe. Vom Feind lösen und 8000 nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Regimentsstärke auf Sie zu. Kommen. Hab ihn. Mach das Gebiet größer. Verstanden. Ende. Geht schon. Ausweichen. Let's go. Sehr gut. Und tschüss. Gefechtsstreifen wurde erweitert. Passt. Die kommen auch. Ja, ich bin weg. Ich bin schon weg. Ich bin schon wieder in der BRD. Ich habe euch hier zurückgelassen. Der Superkommandant ist wieder am Berg. Scheiße. Wo sind Sie? Ich bitte dich. Wir müssen rückwärts fahren. Am besten wäre, sie würden fliegen. Kommen. Hier Wespe, kommen. Norden, 1500. Oh Gott. Hier Semmel. Mindestens 3 Züge T-55 in die kommen sogar. Cool. West. Lösen uns vom Feind und bewegen uns weiter nach Westen. Hier brennt alles. Hier Wespe, verstanden. Upsi. So schaut es im gesamten Gefechtsstreifen aus. Wir arbeiten an einer Lösung. Ende. Mhm, super Lösung. Ich freue mich schon. Ach du Scheiße. Wir müssen weg. Ich habe keine Ahnung, ob das von denen da hinten irgendjemand überleben wird. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überleben werde. Ich weiß aber auf jeden Fall, wir speichern mal. Kamerad gefallen. So, Kamerad gefallen. Tschuch. Das ist dann wohl die Retourkutsche. Da konnten wir uns in den letzten Missionen ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, denke ich. Denn da sind wir aus der BRD gefahren, in die DDR gefahren, haben ein Dorf nach dem anderen erobert, überhaupt kein Problem. Tja, die haben doch noch ein paar Panzer auf Reserve, so wie es aussieht. Scheiße. Oh Gott, Engine ist kaputt. So gut wie am Ende. Okay, so gut wie am Ende, ich bin auch schon so gut wie am Ende. Alles klar, nochmal laden. Huiuiuiui, Imperatus. Du siehst, worauf du dich hier einlässt mit mir. Er ist getroffen. Aber wo sind die denn alle? Da hinten steht ein Team. Ach du Scheiße, was kommt da für ein Panzer? Was ist das denn? So, weißt du was? Wo ist der Arsch? Vorwärts, Marsch. Da ist er, ja. So, bis der sich gedreht hat, ist eh übermorgen. Huch, was ist jetzt los? Haha, tschüss! Du Idiot, du! Super! Der Imperator schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. Das mache ich schon seit langem. Wer schießt denn hier noch? Semmel, hier Wespe, komm. Na, leck mich doch. Hier, Semmel, kommen. 800. Hier, Wespe, 2, Koordinaten, 0, 1. Oh, jetzt habe ich gespeichert. Das wollte ich gar nicht. Warte mal, ich wollte ja laden. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht genau, ob das besser ist, wenn wir tatsächlich mit all unseren Leuten dort stehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das besser ist, wenn wir mit all unseren Leuten dort stehen bleiben und erstmal gegen, keine Ahnung, 10 T-55 kämpfen. Inwiefern soll uns das helfen? Scheiße, Kamerad am Boden. Außer gar nicht. So, ich mache jetzt genau das, was man nicht machen soll, nämlich hier stehen bleiben.
So, das wäre zumindest mal der erste. Sehr gut. So, was haben sie noch hier? Rechts. Zwei T-55 direkt voraus irgendwo. Also hier? Semmel, hier Wespe, kommen. Bremer, Lagebericht. Wicke, Meldung, kommen. Hier Semmel, kommen. Hier Wespe, bei Koordinate 0, 1, 3, 9, Kamerad am Boden. 9, 9, 7, ach, das ist ja unserer. Boah, wollt schon schießen. Um 15, 3, 6, Wurfminsperre, kommen. Hier Semmel, verstanden, Ende. So, neuer Bereich wurde markiert, das mit der Wurfminensperre, das kennen wir schon von gerade eben. Ich bin froh, dass wir zumindest noch zu zweit unterwegs sind hier. Wurfminensperre. Jetzt müssen wir echt in die Pedale hauen oder einen anderen Weg finden. Okay, die da drüben scheinen sich aufgelöst zu haben. Da hinten sind trotzdem noch 1, 2, 3, 4, 5 mindestens. Und wir haben noch genau 2 Fußsoldaten. Na, herzlichen Glückwunsch, aber die sind zum Glück irrsinnig weit weg. Ich speichere nochmal, sicher ist sicher. Und wir gehen das jetzt zu zweit an. Vorwärts, Marsch. Vorwärts Marsch, ja, ja. Du mich auch. So. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein bisschen bergauf fahren und dann vielleicht durch die Wälder durch, dann sollten wir vielleicht irgendwie nach hinten kommen, in die BRD zurück. Mit ein bisschen Glück und wenig Verstand. Na toll. Vorwärts Marsch. Vorwärts Marsch. Wo sind Sie? Da hinten zum Fuck steht noch einer. Na gut, dass wir gerade nochmal gespeichert haben. Warte mal, laden. Amperatos. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, das wird was werden. Das wird was werden. Ich weiß auch nicht gar nicht, ob wir im Multiplayer dann nur zu zweit unterwegs sind oder ob man... Vorwärts Marsch. Boah, guck mal. Der andere Panzer vorwärts. Ist auch schon komplett im Arsch. Oder ob man dann vielleicht trotzdem mit der vorwärts, KI hier rumfährt. Stopp! Rückwärts, Marsch! Vorwärts, Marsch! So, wo war denn der vorwärts, jetzt gerade? Vorwärts, Marsch! Vorwärts! Sichtkontakt! Südlich. Vorwärts, Marsch! 1000. Vorwärts! T-55! Rückwärts! Wo ist er? Stopp! Vorwärts, Marsch! Okay, wir wurden irgendwie getroffen. Ja, der muss hier sein. Vorwärts, da, Marsch. Ziel vernichtet. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vorwärts, Marsch! Da, alles voll im Griff. Marsch. Super! Vorwärts, Marsch! Vorwärts, Marsch! Ja, ja. Vorwärts, Marsch! Vorwärts, Marsch. Na, super toll. Vorwärts! 1000! T-50! Noch einer! Vorwärts, Marsch! Noch ostwärts! 1000! Alter. Alter Falter. Frag mich nicht. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Weißt du, was wir machen? Wir laden nochmal neu. Wir laden nochmal neu und wir versuchen das mit unserem Team da hinten zu lösen. Es wird nicht funktionieren, aber damit wir es zumindest mal getestet haben. Schützenrudel. Denn da ist, Marsch. Ja, da ist eindeutig zu viel los. Mann, Krieg ist langweilig. Mhm, na wart nur, was auf uns was zukommt. Was du dir herbei wünschst. Ach du Scheiße. Mir egal, es kann nur besser werden. Mhm. Du weißt doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Da hinten kommen sie ja schon, die Lustigen. Das ist überhaupt die richtige Richtung? Gut, das ist alles andere als ein Treffer. Na, das war ja fast ein Treffer. Vor allem so viel Muni, die alle über den Haufen zu ballern, habe ich ja gar nicht.
Man, guck dir das mal an. Schau dir das mal an, der fällt die Bäume da unten, als gibt's keinen Morgen mehr. Semmel, hier Wespe, kommen. Hier Semmel, kommen. Hier Wespe, vom Feind lösen und 8000 nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Stärke auf Wespe, kommen. Hier Semmel, verstanden, Ende. War das zumindest ein Treffer? Ich hab keine Ahnung. Wespe! Hier Semmel! Kommen! Das war ein Treffer! Na endlich! Feind erkannt! Laufen! 1500! Panzer! Hier Semmel! Mindestens 3 Züge T-55 in Fahrtrichtung West! Lösen uns vom Feind und bewegen uns weiter nach Westen! Komm! Wir können ja schon scheißen gehen, bei uns ist die Engine schon kaputt! So schaut's groß. Gesamt gefällt aus! Wir arbeiten an der Lösung! Vergiss. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Schützenrudel. Ja, ja, du bist auch ein Rudel. Das. Mann, Krieg ist langweilig. Pass auf, was du dir herbei wünschst. Weil wir können vielleicht irgendwie schauen, ob wir die vielleicht von der Seite eher treffen, aber. Du weißt doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Was wir vielleicht mal kurz machen könnten, kann ich hier in die Option rein? Gibt's hier eine Schwierigkeit? Machen wir mal auf Neuling. Sicher ist sicher. Versuchen wir es mal. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe das Gefühl, selbst bei Neuling werden wir zerstört. Normalerweise versuchen wir immer auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Hier mache ich genau das Gegenteil gerade. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo sind die? Weil wenn von der Seite 3 kommen und von der Seite 6 kommen. Pff, Glückwunsch. Da kommen sie. Na, knapp daneben, aber auch vorbei. So, das wird ihn nur halt nicht dran hindern. Ja, da senkt er einfach den Schwierigkeitsgrad. Amperatus, manchmal muss man die einfachsten Mittel nutzen. Hier kommen. Hier Wespe, vom Feind lösen und 8000 nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Regimentsstärke auf sie zu. Kommen. Wo sind denn die anderen? Verstanden. Ende. Na, die sind ja irgendwo. So, wie schaut's denn auf der Seite aus? Da sollten jetzt auch noch ein paar kommen, oder? Ich hab keine Ahnung. Das ist zurück in die Bundesrepublik. Der Chef meinte vorhin, dass sich der Russe wohl mittlerweile eingeschaltet hat. Ich denke, wir sitzen jetzt so richtig schön tief drin. Der Russe, wir fahren rückwärts. Nicht nochmal, ich bitte dich. Wespe, hier Semmel, kommen. Hier Wespe, kommen. Hier Semmel. Mindestens 3 Züge T-55 in Fahrtrichtung West. Lösen uns vom Feind und bewegen uns weiter nach Westen. Komm! Rückwärts, Marsch! Hier, Wespe, verstanden. So schaut es im gesamten Gefecht aus. Rückwärts. Wir arbeiten an einer Lösung. Ende. Oh Gott. Oh Gott. Ich meine, guck dir das mal an, was willst du denn da noch machen? Was willst du denn hier machen? Wir sind zu viert und die sind zu, ich habe keine Ahnung, 20st? Mir fehlen die Worte gerade. Und ich habe gedacht, ah, super, mach mal kurz mal die Mission und die haben ja auch noch, ist gleich fertig, eine Stunde vielleicht. Marsch! Ja, ja.
Mann, Krieg ist langweilig. Na, schon wieder der mit seinem blöden Spruch hier, der Olle. Leck mich doch. Es kann nur besser werden. Es kann ja besser werden. Du weißt doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Warum können wir nicht jetzt schon mit unserer Truppe abziehen? Ach, Kacke. Ich bin schon mal wirklich gespannt im Multiplayer, wie diese Missionen aufgestellt sind. Ob das auch so eine Story quasi ist oder ob das eine Mission für sich und dann halt die nächste für sich ist, ohne dass die jetzt miteinander irgendwie verbunden sind. Na, super toll. So, ich würde sagen, die zwei BMPs da unten holen wir uns und dann hauen wir in die Eisen und tschüss. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Denn wir haben zwar den Übergang hier versperrt, aber das wird die wohl nicht dran hindern. Denn der wird ja mit seinem Panzer irgendwie über die Schiene kommen. Na guck mal, wir haben nicht mal den Übergang versperrt. So, ich hoffe nur, die haben den BMP irgendwie. Semmel, hier Wespe, kommen. So, hier ist Semmel. Kommen. Hier Wespe, vom Feind lösen und 8000... nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Regimentsstärke auf Sie zu. Kommen. Reihe, Marsch! Hier Semmel. Verstanden? Ende. So, kommt die jetzt auch oder eher nicht so? Nur sehr umgedreht haben sie sich zumindest mal, aber... Das ist zurück in der Bundesrepublik. Der Chef meinte vorhin, dass sich der Russe wohl mittlerweile eingeschaltet hat. Ich denke, wir sitzen jetzt so richtig schön tief drin. Das wird nix. Nicht nochmal, ich bitte dich. Wespe, hier ich versuchte noch mal ein bisschen kommen. Abzuholen, aber... Hier Wespe, komm. 1500 T55. Hier Semmel. Mindestens 3 Züge T55 in Fahrtrichtung West. Lösen uns vom Feind und bewegen uns weiter nach Westen. Komm. Hier Wespe, verstanden. So schaut die gesamten Gefechtsstreifen aus. Wir arbeiten an einer Lösung. Ende. Oh Gott. So gut wie am Ende. Ja, ich bin auch schon so gut wie am Ende. Und zwar seit einer halben Stunde. Scheiße! Bin getroffen! Wir brennen alle! Die sind überall. So, ich speichere mal. Und es gibt kein Zurück mehr. Auf jeden Fall nicht. Oh Gott. Ist überhaupt noch wer im Leben von uns? Ja, tatsächlich. Einen Kampfpanzer haben wir noch. Das heißt, wir müssen theoretisch hier ständig stehen bleiben. Wo sind Sie? Ja, ich bin weg. Not und nach den anderen Ausschau halten. T55. Denn wie gesagt, die könnten ja überall sein hier. Vorwärts. Wusste ich doch, dass wir dann nicht so einfach vorrücken können. Sind bis unserer. Dass es da irgendwann mal zur Retourkutsche kommen wird. Hier Semmel, kommen. Vorwärts, Marsch. Stopp. Hier Wespe, bei Koordinate 0, 1, 3. So, die sehen mich nicht, Gott sei Dank. 9, südlich. Vorwärts, Marsch. 6, 15, 3, 6. Wurfminensperre. Kommen. Hier Semmel. Verstanden. Ende. Vorwärts. Fahren wir nicht gerade in eine Stadt rein? Ich habe keine Ahnung, wenn die Häuser hier anfangen. Wurfminensperre. Jetzt müssen wir echt in die Pedale hauen. Oh, wir sind mitten auf der Straße. Oh Gott. So, ich glaube, die haben wir irgendwie abgehängt da drüben. Alter Falter. Achso, der Suchscheinwerfer ist jetzt an. Naja, auch wurscht. Die wissen, wo ich bin. So, weiß auch mein Team, wo ich bin. Der eine irgendwie nicht so. Na toll, Problem ist, wir müssen genau hier dann durch. Weil wir sind jetzt in Bösdorf und da hinten endet die Karte. Das war nicht so eine gute Idee, denke ich. Aber wir können zumindest mal kurz hier stehen bleiben, vielleicht. Erstmal diesen Suchscheinwerfer ausmachen. Vorwärts, Marsch! Und dann mal gucken, ob wir von denen noch irgendjemanden treffen. Vorwärts!
Stopp! Rückwärts, Marsch! Vorwärts, Marsch! Sicherheitshalber werde ich hier mal speichern. Vorwärts, Marsch! Rückwärts, Marsch! Sieht man mapmäßig irgendjemanden? Ach du Scheiße, auch sind die Wurfminen. Ich dachte jetzt, das sind die Feinde da drin. Holla! Okay, da vorne geht's auf jeden Fall ab. Vielleicht hätten wir die alle dort reinlocken sollen. Das wäre eine Idee gewesen. So, aber ich sehe die anderen. Huch! Ich sehe die anderen zwei jetzt überhaupt nicht mehr, die uns da gerade. Na, es ist ein bisschen brenzlig gerade die Situation. Die uns da gerade nachgefahren sind. Alter Falter, da hinten geht's aber ordentlich ab. Da ist noch ein T-55. Wir sind tatsächlich alleine unterwegs hier gerade. Guck mal, der T-55 steht vielleicht 100 Meter von den Zweien weg. Und die sind hier komplett verstreut alle. Und die anderen sind halt irgendwo. Na, herzlichen Glückwunsch, der Kommandant. Hat der mal wieder die größte Scheiße gebaut hier. Zonsler. Wo sind sie? Ich hab selber keine Ahnung. Kommen. Jemand liegt am Boden. Nur einer? Na, es wundert mich. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt hier mal diese zweite Straße finden und dann Meter für Meter uns vorkämpfen. Oh je, Mini. Also das mit den Panzern ist wirklich, wirklich schlimm. Ich habe keine Ahnung, wie man das lösen soll. Ich meine, ich kann ja nicht mit allen vier Panzern gleichzeitig schießen und außerdem schießt die KI ja viel besser als ich. So, und dann müssen wir irgendwie hier so ran. So, die Mauer wird ja hoffentlich nicht mehr lang stehen. Nee, komm. Das ist wie Lego. Fährst einfach drüber. Und dann müssen wir theoretisch genau hier dran vorbei. Na, ich hoffe, das funktioniert. Weil da liegen jetzt vielleicht schon überall die Minen. Wobei, theoretisch haben wir die ja alle markiert. Wo zum Teufel sind sie? Wenn ich das wüsste! Das soll sich genau um einen Panzer hier ausgehen. Guck mal. Es ist bestimmt nicht von den Entwicklern so vorgesehen, dass man hier vorbeifährt. Kehren Sie zu Ihrer Gruppe zurück. Oh, das ist eine Mission. Upsi. Ich kann nicht zu meiner Gruppe zurückkehren. Guck mal, wo die sind. Niemand hat mehr einen Panzer von denen. Ich hoffe, die Mission schlägt nicht deswegen fehl. Wir sind zumindest mal hier durch. Heckmann, Meldung, kommen. Ja, ist der noch überhaupt am Leben? Scheiße, Kamerad gefallen! Oh. Oh. Schützenrudel. Na, ja, super toll. Okay, Freunde. Weißt du, was ich jetzt mal machen werde? Mann, Krieg ist langweilig. Pass auf, was du dir herbei wünschst. Mir egal, es kann nur besser werden. Du weißt doch, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Warte mal, gilt dieses verringerte Schaden, da muss ich mal ganz kurz gucken, gilt das jetzt für mich oder für die anderen? Ah, verringert den Schaden am Spiel und seinen Teammitgliedern. Super. Weißt du was? So. Nix gesehen. Ist blöd, dass das ein Stream ist, sonst könnte ich es rausschneiden. Und sagen, boah, ich spiele hier auf 100% Schwierigkeitsgrad und die treffen nichts. Und dabei haben wir 5% eingestellt. Das heißt, theoretisch sollte nur einer von 20 Schüssen sitzen von denen. Aber selbst das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu hart. Oh Gott, Freunde. Ach du Scheiße. Das ist richtig peinlich. Aber diese Panzermissionen sind wirklich krass. Theoretisch sollten wir jetzt gar nicht mehr schießen müssen. Die sollte schon explodieren allein vom Anblick auf dem Schwierigkeitsgrad, dass wir hier sind. So, na, das war zumindest schon mal ein Treffer. Einer, immerhin. Na, ich bin gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt schon zielt. Semmel, hier Wespe, kommen. Mhm. Hier, Semmel. Kommen.
glaube ja. Vom Feind lösen und 8000 nach Südwest verlegen. Der Feind kommt in Regimentsstärke auf Sie zu. Kommen. Hier Semmel. Verstanden? Ende. Hochwärts. 1000 BRDM. Ich glaube, das wird zählen, denn da vorne kommt gerade mal ein Panzer statt drei. Wo sind die jetzt alle eigentlich? Ich denke, wir sitzen jetzt so richtig schön tief drin. Der Russe. Und wir fahren rückwärts. Norden, 1500. Panzer. Nördlich, 1500. Irgendwas. Wespe. Hier Semmel. Kommen. Hier Wespe, kommen. Hier Semmel. Mindestens drei Züge T55 in Fahrtrichtung West. Lösen uns vom Feind und bewegen uns weiter nach Westen. Komm. Hier Wespe, verstanden. So schaut es im gesamten Gefechtsfeld aus. Wir arbeiten an einer Lösung. Ende. Nördlich, 1500. T55. Helft mir doch! Jetzt guck dir das mal an. Jetzt guck dir das mal an. Wir spielen hier auf einer Schwierigkeit von 5%. Und selbst zwei von den KI-Panzern sind schon weg. Kamerad gefallen. Scheiße. Kamerad gefallen. Ich weiß ja nicht, wie man das überleben soll. Wir spielen hier bei 5% Schwierigkeit. Und jetzt sind schon zwei von den KI-Panzern weg. Na toll. Das Gute ist, sie sind wenigstens weg. Das heißt, da kann unmöglich was kommen mit... Kehr zu deiner Gruppe zurück. Hier Semmel, kommen. Nördlich, hier Wespe, 2, Koordinaten, 0, 1, 3, 9, 9, 9, 7, 6, oben. Und jetzt? 15, 3, 6, Wurfminensperre, kommen. Hier Semmel, verstanden. Da kommt ja noch einer. Ende. Wurfminensperre. Jetzt müssen wir echt in die Pedale hauen. Oder wer denn? Ich bin der Einzige, der noch fahren kann. Wer soll denn hier irgendwo hinhauen? Weiß nicht, was der da vorne macht. Irgendwelche Stunts gerade am Baum. Moment, lauf. Immerhin, ich kann überhaupt noch fahren. So, der ist weg. Am Ende. Wir Ach, sind so gut wie am Ende? Vorwärts. Rückwärts. Wir sind so gut wie am Ende. Wie soll man das erledigen? Also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Nur mal hier, damit das alle sehen können. Wir spielen bei Können 5 von 100, also von 1. Das ist 5%. Kann ich jetzt 001 einstellen vielleicht? Ja, das wird auch noch gehen. Dann würden wir mit 1 oder 000, dann würde überhaupt niemand mehr treffen. Aber ist das Sinn und Zweck des Ganzen? Also, pff. Ich bin gerade wirklich überfragt. Wie soll man das machen? Amperatus, was sagst du? Wie soll man das machen? Wir spielen bei 5% von 100. Und die KI zerstört unsere Panzer alle. Selbst unseren. Bei 5%. Wie soll ich mit all diesen Leuten 8 Kilometer in die BRD zurückflüchten? Das ist ein bisschen eine Frage gerade. Das kann spannend werden.